Leg die Maske an. Toller Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Noch. Hallo? Das waren Ciris Begleiter und der, der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Wohin ist der Magier geflüchtet, der mit Ciri hier war? Seine Spur führt auch nach Velen. Aber die Zielkoordinaten seines Portals unterscheiden sich von Ciris. Die Explosion muss seine Teleportation gestört haben. Ich bin in Velen zufällig Keira Metz über den Weg gelaufen. Sie sagte, ein Magier hätte sie nach Ciri gefragt. Würde mich nicht wundern, wenn das derselbe war. Wer immer das auch sein mag, er wird zunehmend interessanter. Der hatte das doch der eben schon erzählt, dass er sie vielleicht getroffen hat, oder? Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Würdet ihr auch jemanden umbringen, wenn ihr dadurch Ciri finden würdet? Ja. Für bestimmte Menschen würde ich alles tun. Und der Rest? Der ist dir scheißegal, oder? Ja. Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Und ob. Ich rede mit Geralt. Du, mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Ist ja schlimmer wie eine Frau. Der Rest ist scheißegal, ja natürlich. Wir glauben, dass hier ein mächtiger Fluch gewirkt wurde. Angesichts des Waldzustands klingt das einleuchtend. Wisst ihr auch auf wen? Noch nicht. Aber wir wissen, dass Ciri hier war. Kam mit einem Magier aus einem Portal. Jemand jagte sie. Sie kämpften. Ciri wurde verwundet, konnte aber fliehen. Wohin? Genau, wohl Ciri nach Wien. Forever. Der Magier hat ihr ein Portal geöffnet. Dann kämpfte er gegen ihren Angreifer. Und? War's das? Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du... Ich kann. Dann mach. Geralt, bitte geh zur Seite. Ich lasse das Ding sonst auf deinen Kopf fallen. Ja, meiner ist Ciri und Daenerys. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn... Wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? Leute, wisst ihr, was ich heute noch gar nicht gesagt habe? Ich habe Hunger. Aber jetzt esse ich auch nichts mehr. Scheiße. In Ciris Adern fließt das ältere Blut. Ihr Stammbaum reicht bis auf Laradorn zurück. Darum hatten die Frauen ihrer Familie immer außergewöhnliche Fähigkeiten. Aber ist das wirklich so wichtig? Ciri ist außergewöhnlich. Sie reist zwischen Orten und Welten. Raum stellt für sie kein Hindernis dar. Oh. Ja, darum Ciri ist cool. Will die wilde Jagd sie gefangen nehmen. Wo du von der Jagd redest, sie ist auch auf Hindasfjall aufgetaucht? Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Ardskellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war.
Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Nächster Halt, Hindarsfjall. Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Ich hatte gestern schon Pizza. Kann doch nicht jetzt schon wieder eine Pizza essen. Obwohl ich das ja eigentlich nicht anders kenne von damals, ne? Jeden Tag Pizza. Jetzt die Frage, lass uns direkt gehen oder... Ja gut, wir können ja immer wieder hier importen. Warte, wollen wir zusammen gehen? Jetzt gleich? Du verabscheust doch die Teleportation. Ich mag auch keine Tränke, aber wenn ich muss, dann trinke ich sie. Mhm, du trinkst auch, wenn du nicht musst. Nun gut, vorgestern, gehen wir. Bleib in meiner aber Nähe. Trotzdem. Eicht. Viel Glück. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindarsfjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Die Pizza war so lecker. Oh. Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. Noch nicht ganz trocken hinter den Ohren, doch da liegen sie. Und ich, lebendig und gesund. Vielleicht. Eine Art Ritual. Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage. Liebe Schwestern, entschuldigt die Störung, aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Entschuldigung, okay, mach ich. Ab jetzt dann. Versuche dran zu denken, wirklich. Das geht bei mir, Michael. Also, ich muss sagen, ich hatte ja auch den 12-Stunden-Stream mit Twitcher gemacht. Und wenn ich jetzt wach bin, ja, ich betone es mal, wach, dann kann ich das echt stundenlang spielen. Damit habe ich ja kein Problem. Guck mal, wir sind ja jetzt auch schon 6 Stunden wieder dran. Aber wenn ich halt müde bin, dann wird es halt noch einschläfernder. Irgendwie. Keine Ahnung. Aber gut, ich habe jetzt auch eben Energy getrunken. Ja. Aber so einen langen Samstagstream hatten wir schon lange nicht mehr, ne? War einfach zu viel Zeit. Die wilde Jagd soll dieses Dorf zerstört haben. Das stimmt. Auch wenn uns kaum jemand glaubt, ihr sicher auch nicht. Habt ihr Reiter auf Pferdeskeletten gesehen? Die Rüstungen mit Raureif bedeckt? Ja, genau. Sie sind mit einem Schiff aus den Nägeln der Toten hier gelandet. Wie in den Balladen. Leif schrie, holt die Kinder! Dann kamen sie, trafen ihn ins Gesicht, wollte etwas flüstern. Aber es kam nur Blut. Oh ja, das... Du wolltest nach jemandem fragen und nicht in ihren Wunden stochern. Es reicht! Was geschah dann? Sprich weiter. Ich rannte nach draußen, um Hilfe zu holen, um Leif zu holen. So viele Tote. Jule, Ingvar, Klein Necki. Wohin sind die Reiter verschwunden? Sie sind zum Meer. Durch die Klamm. Auf Pferden aus Knochen. Knochen und Eis. Und... Schluss jetzt! Komm zur Sache! Sofort! Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid. Sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt? Der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben. Vielleicht habe ich es vergessen. Diese Ciri, hat sie eine Narbe hier auf der Wange? Ja, ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz davor.
Sie war an den Stellen mit dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Wie lange ist denn der 12-Stunden-Stream her, Alex? Ich weiß das gar nicht mehr. Wann haben wir mit Witcher angefangen? Ja, der war echt witzig. Wir müssten eigentlich nochmal so einen 12-Stunden-Stream wiederholen. Ipor? Ich weiß das echt nicht mehr, ne? Schon so lange her. Erinnerst du dich sonst noch an etwas? Irgendwas? Mit jemandem? Nur daran, dass sie müde aussah. Sehr müde. Und sie hatte nasse Haare. Großartig. Nun wissen wir, dass sie gebadet hat. Was für ein Fortschritt. Tut mir leid. Skia, der Feigling. Entschuldigung, der Feigling. Der Feigling hätte euch mehr sagen können. Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen. Bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde. Bei Horst. Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, cool, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Was hat er denn getan, um das zu verdienen? Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden. Auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morgwag zu kämpfen. Ein Feigling, der freiwillig in den Kampf zieht. Kommt nur mir das widersinnig vor? Du willst 12-Stunden-Stream machen? Darum hat er es getan. Der Feigling wusste, er kann die Ältesten nur umstimmen, wenn er Morgwag tötet. Und so seine Ehre und seinen Namen wiederherstellen. Ein Prozess durch eine Probe. Typisch für die Skelligen. Ich verspotte eure Gesetze nicht. Respektiert unsere bitte auch. Morgwag? Was ist das? Wer, meinst du? Der mieseste Mann, der je auf den Skelligen gelebt hat. Nichts war ihm heilig. Er hat das Land seines eigenen Clans angegriffen, Gold von Nilfgaard geraubt, Kinder und Schwangere getötet. Die Sorte kenne ich. Es hieß, er fürchte nur den Zorn der Götter. Das wollte Morgwag nicht auf sich sitzen lassen. Er segelte nach Hindarsfjall, um den Garten der Göttin zu zerstören. Das war vor über 10 Jahren. Die Erzpriesterin Ulve trat ihm in den Weg. Er stieß ihr eine Klinge zwischen die Rippen und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie ihn. Und Morgwag verwandelte sich in eine Bestie. Ein Fluch? Ein Monster? Du hast Arbeit. Ja, danke. Immer der Kerl, gell? Ja, am 8.2. Ja gut, das ist jetzt gerade mal ein Monat her. Hi. Oh Gott, Pain Uzumaki, dankeschön für deinen Zap. Und willkommen. 8.2. Gut, das ist jetzt ein bisschen mehr wie ein Monat her. Könnte man ja theoretisch... rein theoretisch... nochmal wiederholen. Ja gut, hast du dir jetzt eigentlich alles aufgebaut? Hat das geklappt? Und danke für deinen Follow. Willkommen. Hat das geklappt mit dem Aufbau? Und allem drum und dran? Und Licht und so? Ich kann Morgwag besiegen. Ich weiß nicht, zu was er geworden ist, aber das Silberschwert dürfte wirken. So einfach ist das nicht. Nicht theoretisch, ja. Morgwag wurde schon oft besiegt. Muss mal gucken. Aber er kehrt immer zurück. Ein komplizierter Fluch, also. Ich brauche mehr Details. Verstehe ich. Aber mehr weiß ich nicht. Sprecht mit Torda, Sohn des Einer. Er war im Garten, als Morgwag und seine Männer angriffen. Er hat gesehen, was passiert ist. Von allen Pilgern, die damals dort waren, ist nur er entkommen. Er wohnt in Larvik. Ihr findet ihn dort am Anlegeplatz, wenn er nicht gerade auf See ist. Wo ist dieser heilige Garten? Nicht weit von hier. Im Norden.
Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt? Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt, bleibt für immer im Garten. Danke für eure Hilfe. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Ich mag es nicht, ja, wenn Fremde mal den heiligen Boden betreten. Sechs Stunden, gut. Ich habe keine einzige Mal gejammert. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Freya. Macht ihr wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. Mhm. Alter, deine Augen. Ich will deine Augen haben. Hey, Nozomaki, danke schön nochmal. Internet ist leider nicht stabil. Was hast du denn für eine Internetleitung? Rapperzeit, naja, ich esse jetzt nichts mehr. Vielleicht ist diese Spur schon kalt. Auch wenn der Feigling tot ist. Wir schaffen das schon. Wie denn? Das wirst du dann sehen. Du könntest wirklich etwas freundlicher sein. Vielleicht, aber ich, dann wäre ich nicht die Frau, versuch, die du dich verliebt hast. Aktuell dieses Intervallfasten, deswegen darf ich jetzt nichts mehr essen. Mindestens in der Zeit, wo ich eh daheim bin. Also jetzt die ganze nächste Woche, weil ich dann von zu Hause aus arbeite. Ich bin gespannt. Sieh einer an. Das muss Morgwag sein. Ah, nächste Woche Samstag vielleicht? Mal gucken. Nur einen Je nachdem, wie das Wetter ist. Ein Stückchen. Einen Krümel. Essen. Essen. Da redet auch schon von Essen. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Offenbar freut er sich nicht, uns zu sehen. Warte, bis er mich genauer sieht. Dann freut er sich ganz besonders, weil er dann also wahrscheinlich stirbt. Fangen wir an? Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt, aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Der Feigling war hier. Nur 10.000 ab? Der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich. Nicht wie deine. Darum definitiv, solltest du bist übermenschlich schön. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Unverschämt schön, ja, das sowieso. Jein, also ich streame das jetzt schon was länger, aber ja, das ist mein erstes Mal durchzocken. Ich dachte, du hättest Einwände. Ich? Bitte. Ich kann sehr umgänglich sein. Yen, sieh mir in die Augen. Was führst du im Schilde? Vieles. Wie ich die temerische Krone erringe und Kaer Morhen unter deinem Hintern wegverkaufe. Jetzt geh schon. Gut. So. Das Blut des Feiglings. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Ja. Habe ich Fußspuren gesucht. Flache Spuren. Der Feigling ist vorsichtig aufgetreten. Ich weiß es gar nicht mehr. Sind wir gleich alt, Micha? Ich weiß es nicht mehr. Shame on me. Oh. Hallo Wolf! Oh, jubisch. Okay. Wie so ein Tod. Keine Bissspuren. Morgwag frisst. Ja, stimmt, ich hab vom Stream Stündchen geschlafen. Ist das der Feigling? Nein, der liegt schon länger hier. Was? Ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Will ich mit dir reden. Die sind wirklich getrübt. Monsterspuren. Es ist gerannt, hat etwas verfolgt.
Ja, das ist wirklich ein Meisterwerk. Das Spiel ist mega. Feier das. Morgwag war das Herumschleichen. Vielleicht machen wir echt wieder einen 12-Stunden-Stream. Mal gucken. Das Blut des Feiglings. Oh, dieser Wolf! Ey! Böser Wolf! Ah, okay, ein Jahr. Ja. Der Feigling war verletzt. Er rannte los. Ja. Die Tür rührt sich nicht. Der Feigling muss sie versperrt haben. Oder verrammelt. Ich muss außenrum. Kann ich mich hier irgendwo durchbacken? Nein, okay. Alles abgeschlossen. Was sollen die? Irgendwie durch? Nein. Da ist auf. Na, guck mal, Micha, das ist ein Jahr. Kannst du nicht sagen, du wirst alt. Ich bin auch noch nicht alt. Okay, scheiße. Houston, I have a problem. Komm ich hier hoch? Ich bin nicht alt. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Alte und neue. Sein Lager muss in der Nähe sein. Ewig 25, ja. Ja, lol. Ach, da. Dachte ich auch und wäre müde. Da komme ich nicht rüber. Ich muss runter, falls ich die Schleuse aufkriege. Scheint ein gewöhnlicher Mechanismus zu sein. Ein Hebel, um das Schleusentor auszuwählen und einer, um es zu bedienen. Habe ich jetzt das Richtige? Jetzt die Frage halt, ne? Habe ich jetzt das Richtige oder das Falsche? Ich muss da lang, ja. Wo kam ich jetzt hier nochmal? Ach, scheiß drauf. Ja, 18 plus Erfahrung. Ey, das ist noch besser, ey. Du bringst mich auf Ideen. Ja, natürlich werde ich mit 80 auch immer noch 25 sein. Was erwartest du? Jetzt brauche ich hier irgendwo da. Nein, das wollte ich nicht. Ein Symbol von Freya. Unberührt, nichts gefressen. Morgwag verschlingt seine Opfer nicht. Merkwürdig. Da hängt noch ein Fuß dran. Morgwag ist durch diese Tür gebrochen. Er muss was dahinter gewittert haben. Ach, wie ich diese Suche- und Quests hier super finde. Manchmal. Das kannst du jetzt nicht tun. Ja, ist okay. Nee, von hier kamen wir. Da kann ja nicht sein, dass da was ist. Was ist hier? Hier. Das Blut des Feiglings. Das Blut des Feiglings.
Warte. Das heißt, er kam hier durch diese Tür. Die Spuren führen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken, als gefressen werden. Gut sein. Dann bin ich direkt unter Jen. Hey, hörst du mich? Geralt, hast du mich erschreckt? Tut mir leid, keine Absicht. Das will ich hoffen. Sag Bescheid, wenn du den Feigling findest. Jo. Da ist er wohl. Verdammt. Ja, manche Quests tot. Ziehen sich echt. Schon eine ganze Weile. Jen, ich hab ihn. Und? Ist gut. Ich hab schon Moder heute gesehen, die besser aussahen als er. Scheiße. Also, kratz zusammen, was du kannst und schaff die Reste her. Jen, das ist doch sinnlos. Sinnlos ist diese Diskussion durchs Gitter. Wir reden, wenn du hier bist, ja? Jen, charmant wie immer. Komm, ich will dich jemandem vorstellen. Ja, das ist halt Witcher, ne? Das gehört dazu, dass die Quests so lang sind. Deswegen will ich auch die Nebenquests mal, weil manche Nebenquests halt echt... Er verwest schon. ...finde ich storyrelevant auch ein bisschen sind. Aber die Stimmbänder sind intakt. Vielleicht kriegen wir noch was aus ihm raus. Er sieht nicht sehr geschwätzig aus. Man kann jeden zum wirklich. Reden bringen. Auch eine Leiche. Man muss nur wissen, wie. Ich dachte, Nekromantie sei streng verboten. Das ist Sex vor der Ehe auch. Aber ich gebe nichts auf solchen Blödsinn. Schwarze Magie ist kein Jux. Solche Zauber gehen nie gut aus. Nie. Mir gefällt das nicht besser als deswegen sage ich ja, da bekommst du Zusatzinfos und lernst auch die Charakter ein bisschen kennen. Gefahr ist noch viel weniger. Verstehe. Um jetzt Ausrufezeichen. Das gibt uns aber nicht das Recht. Geralt, bitte. Wir haben jetzt keine Zeit für Ethikdebatten. Brauchst du noch etwas für den Zauber? Mhm. Das Blut eines Neugeborenen, eine Jungfrauenzunge und das Auge eines Molchs. Jetzt nochmal ohne Sarkasmus? Ich brauche nichts. Ich bin eine Zauberin, keine Kräutermuhme. Ich brauche nur Energie. Davon allerdings reichlich. Zum Glück ist dieser Ort voll von Magie. Außerdem ist er heilig. Die Priesterinnen werden toben, wenn du mit seiner Energie Leichen wiederbelebst. Geralt, du gehst mir auf die Nerven. Ich biete Lösungen an und du suchst bloß nach Schwachstellen. Tut mir leid, dich mit meinen Zweifeln zu belästigen. Bitte, Geralt. Wenn du bitte sagst, ist es nie eine Bitte, sondern immer ein Befehl. Aber machen wir weiter. Ich mag An Jen. An die Arbeit. Yeah. Selene, Selene, Tefren! Selene, Selene, Davida! Was für typisch Frau, hallo? Ach, jetzt verstehe ich auch das Ausrufezeichen, Micha. Jetzt weiß ich, was du meintest. Nein, ich habe einen Namen. Skjall. Wir suchen nach Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Hast du sie gesehen? Wie ist der Grund für meinen Fluch? Das ist mir egal. Was ist mit ihr geschehen? Was hat sie hier gemacht? Sprich! Nein! Sprich! Sprich! Das Meer
zu viel. Ist fast ertrunken. Ciri! Geil!